AI, glad you're here. I'm Zheng. Hey, Zheng. I've been assigned to work with you here at Media Day and moving forward doing your time with the team. Everybody's waiting for you, so let's get started, please. Stand here and look forward. Yeah. Okay, just hold on now while we get some headshots. Und damit einen herzlichen guten Tag, ein wunderschönes Willkommen. Und zwar, ja, NBA 2K19 seht ihr ja gerade. Ich habe keinen Spieler bis jetzt erstellt, muss ich sagen. Wir klicken uns jetzt hier einfach mal kurz durch. Charaktererstellung. Oh Gott, das habe ich schon. Bei den letzten NBA-Spielen, die ich immer gespielt habe, muss ich sagen, habe ich sogar mit einer Facecam gemacht. Also man kann das ja, wie sehe ich, mit App und so abfotografieren. Habe ich jetzt aber noch nicht getan bei dem. Das kann man im Nachgang, konnte man das immer nochmal abändern. Ich gucke mir das mal an. Wir werden jetzt hier erstmal so ein halbwegs, ich guck mal kurz, so ein halbwegs Standardgesicht nehmen. Hat ein bisschen viel Haare. Das ist hässlich. Was haben wir denn noch so? Was ist mit dir hier? Na, der sieht doch aus wie ich in jung. Läuft. Ja, nehmen wir. Willst du diesen Kopf verwenden? Ja, ich nehme jetzt erstmal diesen Kopf. I think we've got it. Let's move on quickly. How was your ride here? It was great. Thank you. Okay, great. Do you need anything? Are you thirsty, hungry? Oh, no, man. I'm all good. Just excited to get started. Great. Stand here, please, right over here. We're going to get a list of your vitals. Stay right there, please. Okay, das ist mega gut gemacht. Das ist echt cool gemacht. Du gehst hier von Leinwand zu Leinwand, wie es gerade aussieht. Das ist geil. Das gefällt mir. Gut. Also, Avoren ist ja leider Gottes nur ein Vorname, wenn man so möchte. Ich habe immer noch so einen anderen Namen früher benutzt. Der ein oder andere kennt den vielleicht auch. Den nehmen wir einfach. Und zwar Kieran Morrigan. Das ist übrigens eine Zusammensetzung. Eine kurze Erklärung, was diese beiden Namen angeht. Das ist eine Zusammensetzung. Kieran war mein erster Charakter bei WoW. Im Jahr 2006 oder so, wo ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Das war ein Magier. Und Morrigan war der zweite Charakter und das war ein Priester. Die passen gut zusammen. Kieran Morrigan, klasse. Nur mal so, dass ihr es mal gehört habt. So, Georgetown. Nee, gibt's hier Deutschland? Gibt's, perfekt. Trikotnummer ist bei mir die 39. Hat nichts mit dem Krieg zu tun, sondern ich habe am 3.9. Geburtstag, deshalb. Bevor ihr mich hier, ne? So, Rechtshänder passt. Weiter. Perfect, let's keep moving. Okay, that one's so bad. So what's next? Positionsauswahl, okay. Your position. Right there, please. Okay. So. Achso, mit. Ne, wir wollen Power Forward machen. Den habe ich mal gespielt bei NBA 2K 15 oder 14. Lange, lange ist her, aber ich möchte diesmal wieder einen machen, weil ich auch zu den Minnesota Timberwolves unbedingt kommen will. Mal gucken, ich weiß ja nicht, wie es funktioniert. Im letzten Jahr konnte man sich einfach aussuchen bei 18. Just a few more to go. We'll try to do keine this Ahnung, wie es jetzt bei 19 okay, aussieht. Okay, so, what are we looking for here? Can you please let us know what your game is like? Game. Okay. Zug zum Korb und Abschluss. 3-Punkte-Würfe, Verteidigung. Rebounding. Okay. Nochmal gucken. Also wir haben Postscorer könnte man machen. Da wären Korbleger, Dunks, Mitteldistanzwürfe allerdings nicht so besonders. Ich würde als sekundären Skill wirklich 3-Punkte-Würfe nehmen. Verteidigung. Ach, komm, braucht keiner. 3-Punkte-Würfe, das ist der Mitte-Distanzwurf gut. Zug zum Korb ist der Mitte-Distanzwurf auch sehr schlecht. Da sind allerdings Korbleger und Dunks mega gut. Also, die sind richtig gut. Also da kommen wir ziemlich weit nach hinten sogar. Wir nehmen das. Wir versuchen das hiermit ein bisschen auszugleichen. Da kriegen wir nämlich auch ein bisschen Mitteldistanzwürfe und auch ein bisschen Dreier mit hin. Ja,
Ja, machen wir. Was haben wir denn? Zurück ist B, was ist ein GRZ? Ach, wieso? Potenzialgrenze. Ah, okay. Korbleger aus dem Stand, Korbleger aus Bewegung, Nahwurf, Dank aus dem Stand, okay, Kontaktdanz, freier Mittelfeldwurf, Mitteldistanzwurf aus Bewegung, freier Dreier. Naja, ich bin natürlich, also ich habe Chancen von außen durchaus zu treffen, aber es ist natürlich nicht so super, aber unterm Korb bin ich auf jeden Fall hier mit einer 90. Passt. Alles klar, passt so. Plaketten. Plaketteninfo. Achso, das sind die Plaketten, die ich hier wahrscheinlich bekommen kann. Oder die wichtigste Tür ist wahrscheinlich. Lobby City Finisher, Pusser, Satiert-Wopper, Budpack-König, was auch immer das. Alles klar. Okay, das sind sozusagen meine Freiwurf-Ass. Okay, das sind sozusagen meine Plaketten, die 10 Stück, die ich unbedingt haben sollte, wa? Ah, dann gibt es noch die grauen. Okay. Okay, na, machen wir weiter. Okay, exactly what we needed. Almost done now, let's continue. Stand right up against the wall there, we're going to measure your height. Okay. Ah, es ist gerade noch früh, Leute, es ist noch 8 Uhr gerade mal morgens. Ich brauche noch Kaffee. So, Größe. Ja, okay, ich kann mich natürlich größer machen. Dann ist Dank aus dem Stand natürlich gleich wieder... Ja, der geht halt enorm nach oben, ne? Ich suche gerade, da oben sind die Dreier und die Mitteldistanzwürfe. Die möchte ich natürlich. Halt, die möchte ich natürlich nicht verschlechtern. Also, ich finde, diesen einen können wir auf jeden Fall gehen, weil Dank aus dem Stand dadurch extrem nach oben geht, Stärke nochmal gut geht, Blocken gut geht. Und ansonsten der Rest so fast gar nicht zu sehen ist. So, wenn ich nach unten gehe. Nee. Ne, wir gehen einen nach oben. Ich finde, das ist okay. Warum? You're taller than I expected. Okay. You still doing fine? You need a cup of water or anything? No, man, I'm all good. And your living situation is taken care of? Yeah, okay. I think so. Next station is wait. Okay. Okay. Wenn wir hier nach oben gehen, also... Ah, jetzt kommen so langsam. Beschleunigung, abblocken. Verändert er sich eigentlich auch? Alles klar. Ne, so richtig optisch verändert er sich nicht, ne? Ja, Beschleunigung finde ich nicht so doll. Also, ich mache mich vielleicht sogar ein bisschen leichter. Kontaktdank, Beschleunigung ist halt ein bisschen besser. Obwohl, spielt das eine Rolle? Wo waren wir? Bei 42? War das der Anfang? Ich habe keine Ahnung. War das so zum Anfang? Okay, one last thing to do, we need your wingspan. Okay, sure thing. You're almost there. Just right here? Yes. Arms up, please. Okay. So, hier können wir natürlich... Hier wird Dreier Mitteldistanzwurf halt noch schlechter, bedrängter Wurf wird halt besser. Bedrängter Dreier, okay, Ballkontrolle, Stil, Block und Wurferschwerung, ja. Aber hier war zum Beispiel ein freier Dreier, Ballkontrolle, also hier gehen wir vielleicht doch Tatsache. Ball klauen ist nicht so wichtig, bedrängter Dreier ist nur minimal. Ja. Aber der Rest ist ein freier Dreier, ist nochmal richtig nach oben gegangen dadurch. Krass. Ich find das gerade aktuell wichtiger, dass wir die Dreier halt irgendwie so ein bisschen und freie Würfe nehmen. Finde ich echt wichtiger gerade. Ja, vor allem bedrängte Würfe ist so minimal, was das nur schlechter wird, wisst ihr? Ja, wir machen das so. Okay, we have all we need. Simple, right? Yeah. Please follow me, the team is waiting. Okay. Hey, I wait! How does it feel to be so far away from home? Okay. Was kommt jetzt? Bin mal gespannt. To those here in the audience and those watching at home, thank you for joining us. Let's get to it. With the 12th pick in the NBA draft, the Los Angeles Lakers select Corey Harris.
Robert McGinnis. The 44th pick, the Milwaukee Bucks select Alexander Thomas. And with the 60th pick, Portland selects Walter Eisley. Okay. Was war das? Wir sind nicht gedraftet worden, ne? Last people, wait, what did you say? Jet Chewy Ho, Zoe Kwai the Soup. Need the share? Why she out? Need the share? I don't know what you said. I didn't translate Zhang. Yeah. Tie your shoes. He said to tie your shoes. Yeah. Yo, Zoe Kwai the Soup, dude. To Jing Jing Chu. Press the dang hard. Drive the D. You know what you need to do. Okay. I should function. Yep. Calm down. Run home. But Zoe Ho, eat. Okay, wait. And I collapsed the D, kick it to Wei for the last shot. Two. You understand? Yeah, I'm on it. Your ball. Me. Fine. I can do that. Okay, soll jetzt auf ihn passen, wie es aussieht. Was machen wir mit Gino? Zhonghai? Okay. Oh, geht los. Slow Motion. Ich drück nix, Leute. Kann ich auch was machen? Okay. Das ist übrigens alles geskriptet. Ich musste nur A drücken. Ah, aber cool, okay. Wir sind in China. Schauen wir mal, was in China so abgeht. Oh, jetzt kommt's wieder. Ich mach wieder Webcam aus. Play well tonight. You were good in rotation and active on the offensive glass. You really think that? Yeah, you really pushed the tempo. I pushed the tempo. In transition, you pushed the tempo in transition. Did coach tell you to say that to me? Well, I just heard him say it to the papers. I'm working, man. That should have been my shot. We won the game. How do you think I played? Good play. Good. Good. Well, thank you, Wei. Yo, I'll be out in a minute. See? Wasn't that hard, you know? Just quick, to the point. Think, you're improving. Okay. Was haben wir jetzt hier? Nächstes Spiel. Gewinne das Spiel gegen die Jets. Zeig, was du wert bist. Halte den fliegenden Drachen unter 20 Punkten. Ist der fliegende Drache? Na, werden wir gleich merken. So, mein Spieler. Okay, dann haben wir Attribute und Plaketten. Ach ja, ich habe hier diese University-Version. Deshalb kann ich es halt heute auch schon spielen. Und da gab's theoretisch irgendwas dazu, was ich nicht habe. Ich habe 0 Coins.
Vielleicht muss ich das irgendwie noch aktivieren. Keine Ahnung. Belohnungen haben wir auch nicht, wa? Wähle dein Level-Belohnung. Was? 99. Schalte die Legendenplakette frei. Alle Plaketten werden verstärkt. Du wirst in NBA 2K verewigt. Scheiße, ich hätte vielleicht nicht so eine Ruhe wählen sollen. okay, ja, gut. Kann ich das noch ändern? Ich so, keine Ahnung, so, weiß ich nicht, 85? Ne, ich hab's schon gewählt. Ich kann jetzt bloß auf Details und verwerfen. Düdüm. Okay, so, ich kann hier nichts machen. Eine tolle 60 als Stärke. Ja, eigentlich hätte ich Coins haben müssen. Da muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, bei dieser Version gab es 100.000 Coins dazu. Ist aber auch erstmal egal. Wir wollen jetzt eh erstmal zocken und wir spielen in China, wenn wir schon irgendwie hinkriegen mit einer 60. So. Go. Dann schauen wir uns das gute Spiel mal an. Mal gucken, wie die Ladezeiten sind. 99% 100. You cannot make a little beef. Oh. Thank you, Zhang. I get that. Man, I'm just saying, I'm gonna need a vacation after this season. Oh, you hear that crowd? That can't all be for us, is it? It's Han Qi. What's that? It's a him, Han Qi, on the Jets. Oh, you mean Qi, the forward? He flies above. When he lands, Jets win. So they got a guy with a solid vertical, so what? We good, we got this, baby. He flies. We lose. Nein, nicht so negativ. Wenn meine Stimme noch zu leise ist oder der Ton zu laut ist, das... Ich höre mir das auf jeden Fall an gleich und das war gerade sehr laut gefühlt. Seht mir das nach im zweiten Video, das wird das auf jeden Fall besser werden, weil ich gucke gerade so unten bei OBS rein und irgendwie scheint dann doch der Spielsound lauter zu sein, als ich es eigentlich eingestellt hatte. Das muss ich wahrscheinlich nochmal prüfen. So, fülle die Leiste, aktive Fessel, Attribute zu verstärken. Über 50% Mitspielerchemie hast, das schaltest du in Fessel teamfrei. Mhm. Brandneu, okay, aber sei vorsichtig, ein schlechter Wurf oder Turnover setzt die ganze Leiste wieder zurück. Okay. 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 Kommen wir hier eigentlich vorbei? Ja, der passt noch ganz gut. Block stellen. Kommst du rum hier? Komm. Geht er. Hey. Mal wieder dran gewöhnen. Sorry, Leute. Das ist irgendwie... Haut das hier mit den Einstellungen nicht hin. Komm, geh mal nach unten. Doch, eigentlich haut das hin, nur dass das irgendwie immer noch zu laut ist. Ich muss hier mal ganz kurz. Ich höre es auf den Kopfhörern auch, dass das eigentlich viel zu laut ist. So. Was ich... Steuerung, Controller, Einstellungen... Okay, das brauchen wir nicht. Und... Oh, das ist immer noch mega laut. Das ist krass. Also, die haben gerade geworfen. Wahrscheinlich ist er drin. Okay, wir gehen nochmal 10 runter. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, jetzt wird es hoffentlich passen. Ja, sieht. Ja, sieht besser aus. Also jetzt gefällt mir auch die Ausschlagart bei OBS. Okay. So. Lass mich durch. Gib einen Ball. Gib einen Ball. No. Okay.
Ich bin ja schon groß, oder? Also gefühlt bin ich ja schon groß. Jawohl, so das. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, rüber uns holen. So, können wir nach hinten? Kriegen wir das hin? Sehr gut. Ja, wir sind halt noch nicht so gut, was das angeht. Okay, jetzt decken sie mich doch relativ gut. Ja. Defense! Defense! Oh, sehr schön. Gib mal einen Ball. Ignoriert, Alter. Oh, das war schlecht. Oh, das war schlecht. Aber ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Ah, verdammt. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Wurftiming ist. Ich habe mir nichts angeguckt. Okay. Mir gefällt doch die Zeit nicht. Das waren, glaube ich, nur 5 Minuten jetzt. Ich habe es eigentlich auf 9 gestellt, aber ich glaube, ich habe das in den General-Einstellungen gemacht. Ich muss das, glaube ich, bei der Karriere alles nochmal machen. Oder es ist wieder gescriptet mit den 5 Minuten. Das kann natürlich auch sein. Oh, verdammt. Ja, oh, ich stand gerade. Naja, aber der Pass war riskant. Okay. Tami war noch ein bisschen zu spät. Ich muss mir. Jumpwurf. Okay. Ich muss mir noch einiges angucken. So. Yang. Yang. Wo ist Yin? Oh, Lei. Wirft gerade. Oh, verdammt. Hab ich gar verschätzt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir kommen ran. Nicht schlecht. C plus, ja, ist jetzt nicht so. Also entfesselt ist hier nichts. Also das mit der neuen Anzeige habe ich noch nicht ganz so gerafft. Schade. Ja, komm, mach deinen komischen Freiwurf hier. Okay. Ja, Quatsch. Oh, Shooting Guard Zeiten. Ich muss ja nach vorne. Ah, verdammt, den Block zu spät gestellt. Aber passt. Ihr habt den Rebound. Ja, ihr habt den Rebound. Sehr schön. Yeah. Das ist ja ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut. Ganz okay. 6 Punkte schon. So bad. Okay. Ah, wir liegen mit 4 hinten. Ich weiß. Aber ja, das geht schon. Ich stell die dir gerade weg hier. Hat er geklappt. Läuft. Ah, mit der Bewertung jetzt kommt nicht so richtig hoch, ne? Krass. Das ist irgendwie anders oder schwieriger, wie auch immer. Wo ist eigentlich dieser komische Überflieger-Typ hier, den ich eigentlich aufhalten soll? Okay.
Er war drin. Ah, da ist er, der Red Man. Vier Punkte hinten. Ja, mir hilft es. Alles gut, alles okay. Jetzt bin ich draußen. Oh, führen. Das ist ja mal erfreulich. Ich kenne das sonst eigentlich immer nur andersrum. Okay, meine Karriere-Halbzeitstatistiken. Mhm. Ja, haben wir ja oben rechts gerade schon gesehen. Was stellen? Ah, Schalke, die sind rumgelaufen. Nein, oh, ich wollte zu dem Großen eigentlich passen. Aber okay. Ist wenigstens nichts daneben gegangen. Bam, weggeblockt. Guter Block. Right, not bad. Dun, dun, dun. Stop, 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 stop. So, nach vorne, nach drüben, zurück. Weil ich stehe gut. Jetzt drin. Läuft. Ja, jetzt haben wir auch eine B-. Ah, da reden wir uns erstmal noch zu wenig. Ein Stück zu spät gekommen. Okay. Oh, das ist auch gut. Ja, immer hier brauchen. Na, komm, Boy. Das wirst du ja wohl nicht machen hier, mein Freund. Ja, zu dir wollte ich eigentlich gar nicht passen. Ja, mit dem Passen haut auch nicht so richtig hin. Wie nennt man das? Mismatch? Sehr schön. Sehr schön das Mismatch gesucht. Der kleine Furz gegen mich unterm Korb. Keine Chance. Dann springe ich einfach rüber. Schon mal nett. Das kann man mal machen. Naja, 6 Punkte Vorsprung. Ja, wir sind entfesselt. Ja, brennt da oben schon. Das hat den noch nicht gebrannt, oder? Ja, ich weiß es nicht. Wartet gerade. Sehr schön. Rebound und Punkte. Läuft. Ist gar nicht schlecht, wenn man in solcher Liga erstmal spielt und nicht gleich in die NBA kommt. Eigentlich finde ich das ganz gut, weil mit einer 60er Stärke mal in die NBA damals zu kommen bei den alten Teilen. Da war so die ersten Spiele immer mega anstrengend. Also, was heißt die ersten Spiele? Die ersten 20 Spiele waren mega anstrengend. Oh, das ist nicht gut. Das war schlecht. Ja, ich bin nicht. Er hat mich schön ausgeblockt. Bin zu spät drunter gewesen. Ah ja, es sind zu viele hier drunter.
Wenn wir dir mal den Ball jetzt eigentlich durchlaufen können. Oh, es zählt noch als Assist. Okay. Cool. Das ist geil. Zu knicken, mein Freund. Aus. Shotlock. Ja, kann man ja runterlaufen lassen. Zeitspiel, ja. So. Ja, das meine ich. Schön rüber uns. Double-Double wäre geil. Passt zum Assist. Läuft. Okay, er scheint ja, der Rotschow scheint der Starspieler zu sein und der hat aber keine Chance. Ja, schön. Das machst du jetzt nicht wirklich, oder? Achso. Naja, gut. Aber statt der nochmal Pass, wa? Verjährung. Ey, hört auf euch zu freuen. Noch ist hier nichts vorbei. Wobei es sind nur 5 Minuten, ne? Ey, es ist immer noch zu laut, oder? In bestimmten Situationen ist es einfach immer noch zu laut. Alter, ihr genau bei sowas. Böhm! Ja, 10 Punkte Vorsprung, also. Da sollte nichts mehr anbrennen. Theoretisch. Okay. Das hätte ich blocken können. Das war ein. Ja! Oh, was? Das war schlecht. Das ist cool, die Mucke. Läuft, Leute. Ich brauche noch 2 Rebounds. Ich will das Double-Double. Scheiß auf Punkte. Die habe ich. Ja, verdammt. Ja, muss ich. Nein! Im dritten Assist wäre auch ganz cool gewesen. Oh, okay. Los, werft und verwerft bitte mal. Ah, den wird da. Die blocken mich aus. Das machen sie auf jeden Fall deutlich besser als früher, muss ich sagen. Aber es hat sich auch ein bisschen was getan. So, drei. Jetzt 2. Ah, schade. Oh. Ich krieg die 2 rüber uns wahrscheinlich nicht mehr. So, kann ich hier? Was? Okay. Hier, komm, Rotschow, weg mit dir! Ja.
was, was passt zu ihm? Oh ja, den musst du machen. Oh, den macht er nicht. Okay. Alter. Was ist denn hier los? Na, 4 Punkte. Oh, jetzt müssen wir mal. Oh, verdammt, was ist denn hier los? Wir müssen doch noch mal ein bisschen aufpassen jetzt hier. Wollen wir noch mal was machen hier? Ich bin jetzt hier nicht so der spiellustige Typ. Timing zu früh, ja, mag sein, aber ich muss jetzt doch nochmal sehen, mal was machen hier. Auch in der Verteidigung nochmal gucken. Das war ein Rebound, oder? Weil es ein Block war, jawohl. So, jetzt müssen wir hier diese Post-Offense versuchen. Heute. Schön. Ja, so. Da Würfe, dann gucken wir mal. Wie sich, dribbelt er irgendwie oder so? Nö, macht er nicht. Okay, die Wertung war scheiße. Aber er war drin. Immerhin. Oh, ist Totenstille. Reicht das? Nee. Mhm. 1,30. Ja, wir können nur 4 Punkte rankommen, wa? Müssen wir aufpassen. Naja, Timeout. Ist nicht gut. Können wir dich hier ein bisschen wegblocken hier so? Das können wir sogar. Zwei. Ah, ich glaube, ich darf denen das nicht überlassen. Ich glaube, ich muss das machen. Alter. Gibt's doch gar nicht. Oh, fuck! Ich hab fast einen Ball gehabt. Ah, er ist so träge, mein Spieler. Das ist echt krass, Mann. Zwei Freiwürfe, dann können die ausgleichen. Jetzt. Oh, was? Ja, komm, Handboy. Das müssen wir jetzt irgendwie verändern. Nein. Nein. Fuck. Das war jetzt aber auch schlecht. Das war jetzt auch echt schlecht. Also mein Ding da vorne war gerade richtig schlecht. Ah, 3,6 Sekunden. Ja, ich muss den Pass machen. Das ist natürlich scheiße. Geht das hier eigentlich noch? Ja, das geht hier noch. Okay. Extra Time. Wir haben 10 Punkte Vorsprung gehabt. Drei Minuten.
Das hat sich ja echt dann aber so eingeschlichen, ne? Das ist echt krass. Okay, ich habe meinen Double-Double. Extra Teil gebraucht, haben wir hier. Sehr schön. Double-Double werde ich auf jeden Fall nicht hinbekommen, das weiß ich. Ach, das ist mal hier nicht mehr. Das wäre ein Knaller, aber. Schönes Ding. Schönes Ding. Der war geil. Bam! Ich weiß nicht, ob der Dreier kann. Ja, ich kenne die Spiele halt nicht, ich habe halt keine Ahnung, die drei Punkte Würfe können. No idea. Jetzt kannst du passen. Ich habe frei, ich habe Isolation hier unten. Läuft. Timing excellent. Ich komme nämlich nicht ran, ich bin größer als der. Ich kann nichts machen. Die Punkte sind zu einfach. Ne, Isolation ist gerade nicht. Ist nicht gut. Ein bisschen bewegen hier. Aber jetzt stehst du aber eigentlich gut frei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ein Egoist, der Typ. Aber diese Ausfallschritte, wenn der einen Pass macht, ey. Ja, mach ruhig. Ja, mach ruhig, sag ich. So, zack, Block gestellt. Jetzt habe ich das Dismatch. Ein Mismatch, nicht Dismatch. Sehr schön, der war drin. Mega gut. Jetzt nehmen sie eine Auszeit, jawohl. Alter, das müssen wir jetzt schaffen, Mann. Punkte 11 Rebounds. So eine Statistiken könnte ich nehmen. Zumindest mit meiner aktuellen Stärke. Jo, lasst euch Zeit, Leute. Kein Problem. Also ich hätte jetzt ja schnell abgeschlossen, aber macht gut. Naja, machen sie wieder. Jetzt natürlich. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn Y oder so. Ich lasse auch lieber die Leute, weil ich bin im Freiwurf echt nicht gut. Noch nicht. Ja, lassen wir mal unsere Boys lieber werfen. So, der war schon mal wichtig, der eine. Perfekt. Haben sie noch 4,4 Sekunden. Brauchen einen Dreier. Geht aber auf den Rotschopf. Also ist mir eigentlich vollkommen egal. Du bist mir eigentlich scheißegal. Ich gehe eigentlich nur auf den Rotschopf jetzt. Ich bin sowieso über den. Und tun sie nicht. Ja.
gibt's mal Überlänge in der ersten Folge, würde ich sagen. Die nächste Verlängerung. War natürlich nicht vorbei, weil ich natürlich nicht dribbeln kann, ist ja logisch. Jetzt Pass. Ich war zu lange in der Sonne. Ich war dran an dem Ball. Das war schlecht. Ich hab's kommen sehen, konnte es aber nicht verhindern. Gut, jetzt tue ich gerade alles dafür, dass wir dieses Spiel dann auch jetzt mal beenden. Nur leider negativ. Zwei Turnovers hintereinander. Beide dumm. Passen wir den Ball zu. Das war viel zu spät, aber ich musste direkt abschließen. So viel nicht. Was? Ich muss denn der gefoult worden von dem normal? Den noch gar nicht berührt. Aber verlieren. Ich habe keinen Dreier probiert bis jetzt. Haben wir drei Punkte geholt? Warum ich nicht? Alles klar. Ja, das war's. Dumm verloren, ey. Aber richtig dumm verloren, ey. Und nicht mal durch den Jump-Typen hier. Ah, läuft so. Jetzt sind sie aber echt unkonzentriert. Jetzt haben sie auch keinen Bock mehr, wa? Sind zu weit weg von ihren Leuten. Er hat sich komplett erledigt, ja. Ja, gib mal einen Ball. Ich probier's einfach mal. Foulspiel. Das Timing war auch mies, also. Ja, das ist natürlich auch real. Na, Minus. Ist okay. Foult ihr jetzt echt noch bei 5 Punkten? Na gut, man soll nie aufgeben, ne? Aber da war ja 20 Punkte gemacht. Mal 19. Zu dem Ball. Wir sehr schnell einen Dreier werfen müssen, was wir nicht gemacht haben. So, die lassen die Uhr runterlaufen, wir greifen nicht mehr ein. Keinen Sinn mehr. Okay. Dumm, das erste Spiel so zu verlieren. Das ist nicht sein. Na gut. Bam.
Ja, mit der schönen Übersicht dieser tollen Statistik werde ich mich für die erste Folge auch verabschieden. Beziehungsweise, wir gucken mal, ob noch was kommt. Wir schauen mal. Ja, okay, das ist alles gut. Eieiei, Zündkerze. Ach, Zündkerze war, glaube ich, die Blockstellerei. Oder nee, das war Ziegelwand. Aber Zündkerze war eine Plakette dazu. Ja, irgendwie so. Was habe ich gerade verdient? Achso, ich wollte gerade sagen. Verdiente Fans 1600, okay. Ah, da kommt nämlich noch was. Hey, you got a second? Yeah, sure. Got some time for a few questions? Conversation? Of course. You held your own with Han Chi. that's a thing, right? Yeah. I mean, that dude is vertical. You can't teach it, you can't learn it, it's just in there, a piece of his soul. Oh, what's up? Yeah, I know, I mean, it kind of makes you wonder about, like, the moment he first realized it, like, or maybe he's just a little kid running through the streets with his friends and suddenly like a, I don't know, a cat jumps in his path and then boom, you know? Yeah, that dude is soars, man. Air beneath his feet, distance from the earth like he's never felt, you know? Like he just learned that he could climb walls or read people's right, minds. Right. That's pure joy. I know, like life has changed, but you don't know why or for what reason yet. You did your thing out there. People starting to take notice. Keep it up. Thank you, man. Appreciate it. Hey, you one of the reporters or something? Something like that. I see you around, AI. AI? Okay, scheint mein Spitzname zu sein. Okay, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. Okay, und hier sage ich danke fürs Zusehen. Heute kommen noch ein paar Folgen. Also eine auf jeden Fall noch, vielleicht auch noch eine dritte sozusagen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Haut rein. Bye bye.